wir haben uns heute Käsekuchenwaffeln gebastelt, wollte ich gerade sagen, gemacht, gebacken. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht wirklich ganz, ganz schnell. Dann bleibt dran, viel Spaß. Für unsere Frischkäsewaffeln, die gehen wirklich ganz ratzfatz, brauchen wir natürlich ein bisschen Mehl, Zucker, wir brauchen Eier, Frischkäse natürlich, ein paar Spritzer Zucker, Zitrone, etwas Vanilleextrakt, ein bisschen Backpulver und eine Prise Salz. So, nicht viel. Ist nicht viel, aber lecker und schnell gemacht. Ich habe dann jetzt hier schon mal 200 Gramm Frischkäse abgewogen und jetzt kommen 75 Gramm Mehl dazu. Jetzt kommen 50 Gramm Zucker dazu. Dann zwei Eier. Eins. Zwei. Da kommt gar nicht weiter Flüssigkeit rein. Ist schon komisch, aber ja, ist halt so. Dann von dem tollen Vanilleextrakt. Das habe ich ja nur endlich. Kann ruhig vanillig schmecken. Und ein paar Spritzer Zitrone. Zack. Zack. So, dann Backpulver, ein halber Teelöffel. Naja, halber Teelöffel. Eine kleine Prise Salz. Das war's. Jo, das war's schon. Dann wird alles nur verrührt. Geht das wirklich gut? Ja, reichen die Eier aus. Und soll man nicht für möglich halten, der Teig ist richtig schön cremig, obwohl da gar keine Milch oder sowas drin ist. Die Eier reichen völlig aus. Und für uns reicht die Menge hier aus. Dann müssen sie nur noch gebacken werden im Waffeleisen. Kurz. So, und dann kommt bloß noch Puderzucker drüber. Und unsere Waffeln sind fertig. Und wir haben lecker was zum Kaffee. Ihr könnt es nachmachen, wenn ihr wollt. Das sind so Käsekuchenwaffeln. Ganz lecker. Wir gehen dann jetzt Kaffee trinken.